Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinnesmann? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Haythe mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Kartoffeln, Lauf! Hört her! Alles gut! Landbesitzer! Warum? Thank you.
Ein Mindestmaß. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr, nur dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Der ist voll wie 1000 Russen. Ich hab hier Probleme. Hilft mir! Hat euch der Verstand verlassen. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und halbiert? Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Die Kommande am Leben, Connor. Vielleicht wissen sie etwas. Thank you.
für dich. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Zur Hölle. Ich sagte los. Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann kommt mit. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Gentlemen, Fachleute, Dilettanten und neue Ziegeleien. Tobi Lock wird morgen am Glockenturm sein neues Fluggerät demonstrieren. Hm.
Waffe hinter ihm her. Hey! Das ist vielleicht... Ihr seid wenigstens kein Unmensch, wie die meisten hier. Alle, die immun sind, sind bereits geflohen. Feiglinge. Und wer bist du? Jamie Cawley. Macht weiter mit dem, was ihr hier tut. Sonst tut es keiner. Wenn wir beide uns darum kümmern, kriegen wir diese Epidemie vielleicht in den Griff. Ich tue, was ich kann. Ich werde jetzt diesen Ärzten helfen. Kommt zu mir, wenn ihr meint, dass ihr fertig seid. Vielleicht fällt uns noch was ein. Herzlichen Dank, Mister. Diese Hunde waren krank, glaube ich. Das war sehr nett von euch. Die Pocken haben hier alles durcheinander gebracht. Das war gut. Das Fieber breitet sich schnell aus. Ich bin euch ewig dankbar, Sir.